falschen Krieger. Mach dich auf, wenn du die Zeichen siehst, denn das Land ist reich an getarnten Dieben. Jeden Tag, jede Nacht skrupellos an der Macht ist besetzt. Heute wird der Begriff Sekte als Keule verwendet, um Gruppierungen auszugrenzen. Kommt eine neue alternative Bewegung auf, die irgendwelchen Interessensgruppen des Establishments in die Quere kommt, so wird sie sehr schnell als Sekte verleumdet. Und deren Leiter ist dann entweder ein Guru oder ein Sektenboss. Ich bin ein Hirnwäscher, ich lasse die Leute nicht frei, ich fange alle. Bei mir darf niemand ein Hobby haben. Erklären tut sein Hugo Stamm, der solchen Mist erzählt, in öffentlichen Tagesanzeigen und überall. Erklären tut er den Leuten nicht, wie es denn kommt, dass mein Sohn zum Beispiel die ganze Filmmusik macht, von Panoramafilm. Woher hat er denn das, wenn er nie ein Hobby hat? Ja? Hugo Stamm ist der fanatischste Antisektier der Schweiz, ja? Der keine Gelegenheit auslässt, um alternative Gruppierungen, kleine Religionsgemeinschaften schlecht zu machen. Sie haben schon gehört, Hugo Stamm vom Zürcher Tagesanzeiger. Ja? Ich werde durch kaum jemand mehr durch den Dreck gezogen als durch die Medienmenschen. Ja? Wenn ich einen Namen wie Hugo Stamm nehme oder Otto Schmidt nehme, wenn du willst. Ja? Einer der allerersten, der diese staatliche Abgabe von Drogen an Süchtige forderte. Wer war das? Das war Hugo Stamm. Er stellt sicher, dass nur negative Meldungen im Redaktionsteil dieser Zeitung zu diesen Gebieten erscheinen. Seht einmal, wie groß ist meine Frau? Georg Otto Schmid hat veröffentlicht, dass ich mich bei den Bildern auf meine Zehenspitzen stelle, weil sie gleich groß ist wie ich, oder? Super, oder? So einfach kann man das prüfen. Jetzt schau dir das mal an. Ich stehe hinten, ich habe keine Absätze. Siehst du? Ich stelle mich auf die Fersen. Ich ziehe meine Schuhe aus und sie auch. Ist alles klar? Dieselben Leute sagen, wir haben gar nie Freude. Huh! Wo nehmen die das her? Das sind die Sektenbeauftragten. Von Deutschland, von der Schweiz, das sind die Medien, die zusammenarbeiten wie ein Klett. Ein und dieselben Vorwürfe von ein und denselben Leuten. Ich will Ihnen einfach nur sagen, da ist eine systematische Kampagne gegen Minderheitsreligionen am Laufen. Wisst ihr, das sind die Menschen, die von mir sagen, ich würde das Volk ausbeuten. Aber ich will euch zwei Dinge dazu sagen. Ich habe 30 Jahre lang gratis gearbeitet. Jeden Lohn, den ich je hatte oder hätte haben können, habe ich immer verschenkt. Ich habe 17 Bücher auf dem Markt. Ich habe nie für ein Buch einen Penny erhoben. Ich drucke die selber, mit selber aufgearbeiteten Druckereien, handverarbeitet, 17 Bücher, zu 100.000. Ich habe nie einen müden Heller für irgendetwas verlangt. Ich habe nie seit 30 Jahren einen einzigen Spendenaufruf gemacht, nie für einen Dienst etwas verlangt. Ich habe 20 Jahre lang habe ich Drogensüchtige rehabilitiert, psychisch Kranke, Alkoholiker. Wir sind schier verreckt mit diesen Leuten zusammen, weil wir unsere Lebensgemeinschaft mit ihnen geteilt haben. Wir haben keine müde Franken vom Staat genommen. Ich habe das staatsunabhängig aus den eigenen Taschen bezahlt. Wir haben nie einen Spendenaufruf gemacht. Nie etwas verlangt von den Drogensüchtigen. 20 Jahre lang, versteht ihr? Diese AZK heute, ich könnte hier 200.000 da im Beutel mitnehmen, nur von dem Eintrittsgeld, was andere normal ganz verlangen würden, ohne dass ich ein Verbrecher wäre. Ich habe alle AZK-Veranstaltungen ohne einen Penny. Ich habe das finanziert aus meiner eigenen Tasche, versteht ihr? Und das haben die Leute, die mir Sklaven sind, hä? Die nicht selber denken können. Ja, ich gebe es zu, die habe ich Hirn gewaschen. Aber das ist das Produkt, versteht ihr? Dass sie euch gratis dienen. Ja? Zeig mir solche Menschen auf dieser Welt. Zeigt mir solche Menschen auf dieser Welt, die für euch gratis arbeiten, Tag und Nacht. Die schuften, die ebenso von 1000 Kilometer herkommen, um euch das Essen auf den Tisch zu stellen. Ohne, dass ihr nachher von mir eine Rechnung bekommt. Ohne, dass ich irgendwas hinterher dann reinhole. Ich sag dir, ich bin Direktor von verschiedensten großen Dingen, Unternehmungen. Ich könnte jeden Monat 50.000 Franken einstreichen, ohne das geringste schlechte Gewissen zu haben. Ich habe es nie getan. Ich habe es immer für euch, für jeden Einzelnen investiert. Und da kommt ein Hugo Stamm daher, versteht ihr? Ein Sektenjäger. Dann kommt er von Tagesanzeiger. Oh, wo bist du? Wo seid ihr?
ihr Lügner, was lügt ihr zusammen und erzählt den Leuten in den Zeitungen, dass ich ein Geldmensch bin? Woher nehmt ihr das? Ich beschwöre euch, ihr Lügner, woher nehmt ihr das? Warum sagt ihr einem Ivo Sasek, er nimmt das Volk aus, er nimmt ihnen das Geld aus der Tasche? Wo nehmt ihr das her? Was muss ich mehr beweisen als 30 Jahre ohne Lohn zu arbeiten? Ich habe von der Hand in den Mund gelebt. Meine Kinder, ich habe 11 Kinder. Wir haben Tag für Tag kaum mehr als 5 Franken bis 100 Franken gehabt, über Jahrzehnte hinweg, weil wir alles immer gegeben haben und am Anfang hatten wir gar nicht mehr. Wir haben die Drogensüchtigen. Ich habe 600.000 Franken Schulden gemacht auf mein eigenes Konto, um die gratis aufzunehmen. Ich habe all die Risiken getragen, versteht ihr? Woher nimmt ein Hugo Stamm das Recht, der Sektenbeauftragte der Stadt, des ganzen Landes, woher nimmt er das Recht, mich zu einem Geldmenschen zu machen? Ich gebe es zu, ich wasche ihnen die Hirne, so wie euch heute, um zu zeigen, was Wahrheit und was Lüge ist. Aber auch zu zeigen, wie man Menschen dient. Ich lehre den Menschen, wie man wie ein Mann zusammenlebt. Wie du, ich und ich, du bin. Und wie man den Nächsten so behandeln muss, dass man selber in dieser Haut drin steckt. Denn das tue ich seit 20 Jahren, indem ich Drogensüchtige und alle möglichen Leute in meinem Haus hatte, mit ihnen Schicksalsgemeinschaft litt. Yeah! Dürfen Männer mit so gewichtigen Aufgaben, wie wir sie haben, sich vor solch alles vergifteten Bösewichten ducken? Niemals! 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 Wir kennen euch. Wir wissen, was ihr im Schilde führt. Aber das hat ein Ende. Das, was hier gesagt wird, das ist längst über alle Berge. Das sind Hunderttausende von Herzen hineingedrungen. Ihr könnt das nicht mehr stoppen. Die Zeit ist vorbei, wo ihr machen könnt, was ihr wollt.